So, ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei Entzündungen am Auge nach Behandlung von Operationen, Verletzungen der Hornhaut. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge. Es gab etliche geeignete. Und es geht los mit den Alpha-Sympathometika als Augentropfen. Und dann gibt es tiefgrüne geeignete und hellgrüne, die sind auch geeignet. Ich lese vor. Alpha-Sympathometika in Klammern Augentropfen. Alpha-Sympathometika verengen die Blutgefäße der Augenbindehaut. Die Augen sind nicht mehr gerötet. Da aus den verengten Blutgefäßen weniger Flüssigkeit austreten kann, tränen die Augen nicht mehr und sondern kaum noch Sekret ab. Die Ursache der Entzündung wird aber nicht beeinflusst. Nafazolin und Tetrazolin, in Klammern jeweils unkonserviert, Klammer zu, die Bewertung grün. Geeignet bei Bindehautentzündung zur kurzzeitigen Anwendung. Und dann gibt es Nafazolin, Tetrazolin und Tramazolin, in Klammern jeweils konserviert, Klammer zu, die Bewertung hellgrün. Auch geeignet bei Bindehautentzündung zur kurzzeitigen Anwendung. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Präparate mit Präparate mit Alpha-Sympathometika werden für kurze Zeit bei unspezifischen Bindehautentzündungen, die zum Beispiel durch Schmutz im Auge oder Luftzug verursacht werden, als geeignet angesehen, wenn es sich um konservierungsmittelfreie Produkte handelt. Da Konservierungsmittel die Augen schädigen können, sind Zubereitungen ohne Konservierungsmittel vorzuziehen. Wichtig zu wissen: Medikamente mit Alpha-Sympathometika sollten höchstens 5 bis 7 Tage angewendet werden. Wiederholtes Anwenden kann die Schleimhaut der Augen austrocknen. Die Bindehautentzündung kann sich verstärken. Wenn Sie gleichzeitig Arzneimittel mit dem Wirkstoff Tranylcypromin, in Klammern bei Depressionen, Klammer zu, einnehmen, kann sich der Blutdruck erhöhen. Sie sollten die Augentropfen deshalb nicht gleichzeitig mit diesen Mitteln anwenden. Da die Wirkstoffe auch bei der Anwendung am Auge teilweise ins Blut und in den Körperkreislauf gelangen, können sehr selten unerwünschte Wirkungen wie Herzklopfen, Blutdruckanstieg, Herzrasen oder Herzrhythmusstörungen auftreten. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Säuglinge und Kleinkinder unter 2 Jahren dürfen keine Augentropfen mit Alpha-Sympathometika bekommen. Bei Kindern zwischen 2 und 6 Jahren sollte ein Arzt darüber entscheiden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Die Wirkstoffe können in den Körperkreislauf gelangen und unerwünschte Wirkungen hervorrufen. Sie sollten sie deshalb während der Schwangerschaft und Stillzeit vorsichtshalber nicht anwenden. Es geht weiter mit Anticholinergicum, in Klammern Augentropfen. Das ist Atropin konserviert und das ist auch geeignet bei Entzündungen der Augeninnenhäute, beispielsweise Regenbogenhaut, und nach Augenoperationen, um zu verhindern, dass die Augeninnenhäute mit der Linse verkleben. Konservierungsmittelfreie Präparate sind vorzuziehen. So.
damit geht es weiter.